Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Spin Tires, der Schrottcode Simulator. So kann man es ganz gut zusammenfassen. Xen ist gerade in der 5-minütigen Pause disconnected. Aus Gründen. Ja. Und jetzt hat sich der Fortschritt für ihn wieder zurückgesetzt. Das heißt, er steht an der ersten Werkstatt. Und die beiden LKWs mit Holz sind dementsprechend weg. Ich war so gut dabei. Ah, ja, das hat sich jetzt ja richtig gelohnt. Zumindest, also die Aufnahme dann den Berg hoch, das war legendär, aber... Schade, ne? Ich weiß nicht, welcher Putin-Witz das jetzt wieder war, dass ich hier... Legendär wäre es, wäre der Putin-Witz. Wahrscheinlich. Naja, du kannst, also die Idee ist jetzt, dass ich sein hier mit dem Typ A quasi die diese Buggy da. Strecke hier unten zu der Verdeckung fährt. Und dann, also wir können ja mal gucken, wer zuerst da ist. Ich muss ja jetzt erst hier noch die Serpentinen und also, die komischen Straßen herfahren. An der Brücke. An einem Stück Holz. Bing! Jetzt hänge ich an der Brücke. Ich habe mich schon gewundert, warum sich dein Pfeil um 90 Grad verdreht hat. Oh, um ungefähr 90 Grad. Gibt's doch nicht so. Ich fahre dann derweil hier mal den Berg wieder hoch. Oh, jetzt muss ich auf der Brücke wenden. Ich fasse es nicht. Nein, nimm was, du sollst nach vorne nicht nach, was macht denn dieses... Was macht denn dieses Kfz dort, ja? Schauen wir zu, wie das Auto umkippt. Wasser beschädigt Fahrzeug, ach wirklich? Okay, also deine Angst bezüglich der Serpentinen war unbegründet. Na, wobei der LKW schon ziemlich seine Mühen hat, hier überhaupt hochzufahren. Und das liegt nicht am Untergrund. Und nochmal das Ganze. Denn es gibt immer die Hoffnung, es gibt immer ein Xane. Damit hat sich die Spielzeit für diese Karte so eben gefühlt verdoppelt. Sehr schön. Und nochmal das. Und jetzt mal gucken, ob wir diesmal übrigens über die allererste Brücke kommen. Es wäre ja ganz nett. Hast du dich jetzt zur Werkstatt gerettet? Ja, der ist ja gerade die Brücke runtergefahren. Rückwärts. Schade. Von alleine. Ich weiß nicht wie, aber er hat es getan. Oh Gott. Oh, jetzt, schön, schön. Jetzt wird die Steigung hier aber sehr interessant. Die Brücke. Und los geht's. Nein. Geschafft. Komm, mach mich alle. Gibt Spiele, die sind eindeutig nicht für bestimmte Playlists tauglich. Ganz klar. Weil ich glaube auch. Jetzt würde ich hier stehen bleiben, in der Garage, den ganzen Tag. So, wo soll ich denn jetzt lang? Hier, Gott. Ach so, jetzt geht's aber. Gott, dieser kleine Drecksanhänger. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Okay, also sagen wir es so. Der Vorteil an dieser Serpentinenstrecke ist, sie ist nicht so eng wie die andere. Der Nachteil ist, sie ist nicht gepflastert. Das heißt, nachdem ich das erste Mal hier hochgefahren bin, sieht die gleich aus wie sonst was. Sieht aus wie Dresden 45. Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich sehr passend. Ja. Zu der Menge an Schlamm kann ich dir dazu nicht sagen. So, wo wollte ich denn jetzt ran? Oh Gott. Schön, hier gibt es eine Strecke. Und sieh dir an, es ist sogar Zement. Nee, es ist Schlammpfanne. Ich will keine Zeit überspringen, ich will nicht. So. Oh. Beleuchtung. Und zementierte Straßen, ähnliche Belagformen. Ja. Straßenähnliche Belagformen. Nun. Auf jeden Fall kann man geradeaus fahren, das reicht nicht. Oh, man kann hier rechts fahren und rechts gibt es keine Schlammpfanne. Oh, was ist hier los? NASCAR, der Spin Tires DLC. Oh, jetzt wird es aber hier ganz interessant. Nach 300 Metern leicht links, leicht rechts, 250 dann leicht links. Stell dir vor, diese tolle Ansage gäbe es hier auch noch. Naja, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was sie bringen soll. Ach komm. Es ist doch nicht wahr, immer diese Dreckspfützen. Ich krieg zu viel. Oh, dieser Stein am Wegesrand hält mich auf, ernsthaft? Oh. Wie kann ich auf der Straße fahren und vom Stein gestört? Ich, das gibt's doch mal nicht. Jetzt wird's natürlich prompt Nacht. War doch. Also ich habe hier gerade so eine leichte Schräglage am Start. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir so läuft. Ich hatte leichte Schräglagen. Aber oh Gott. Auf einer geraden Strecke.
So, jetzt hier. Zack. Auf die Strecke. Vorsichtig hier die Pfütze reinziehen. So, dass wir nicht umkippen vielleicht. Das wäre schön. Ah, jetzt sind wir, wieder gerade. Deswegen spiele ich keine Bus-Simulatoren und so Krempel. Eurotruck-Simulator. Einmal. Hat gereicht. Ach, so schlimm sind die doch gar nicht. Da kannst du wenigstens nicht so schnell umkippen. Naja, außer vielleicht du fährst mit 130 über die Autobahn. Das ist was anderes. Das ist gar nicht eingeplant, dass man umkippt. So, nach doch, das funktioniert aber. Ach, was soll denn das? Jetzt kippe ich zur anderen Seite. Das ist doch... Das ist unglaublich hier mit diesen Dreckspfützen. Wieso kann dieser Wagen nicht mal geradeaus auf einer asphaltierten Straße fahren? Weil du deine Geländereifen drauf hast. Und das ist ein Grund, dass er hin und her... Ja, hin blöder. Ja, das ist genau der Grund dafür. Halt, weil die Reifen dann, die haben halt keine richtige Steifigkeit, die sind halt so richtig weich. Und dann hast du halt keine Stabilität, weil sich das halt dann, weil es genug Spiel hat quasi. Oh ne, ich glaube, ich hole gleich nochmal den Tankwagen und ziehe mich hier wieder raus, das gibt's doch nicht. Mehr als genug Spiel, das kann ich dir schon mal verraten. Das hat mehr Spiel, als wenn du lieb bist. Mehr Spiel, als du für diese Woche brauchst, ne? Ich habe mir so überlegt, ich habe noch ein anderes Let's Play angefangen, das ich irgendwann veröffentlichen will. Aber nein! Ich muss jetzt Winter spielen. Weil ich was brauche, was mein Blutdruck in die Höhe bringt. Wenn ich schon keine Uni habe. So, wo sind wir denn hier? Ziel! Oh, ich habe das Ziel gefunden. Ich meine, der Vorteil ist... Oh, das ist sehr gut. Dann gucken wir mal, wie die Strecke dahin aussieht. Katastrophal. Katastrophal. Ach so, ich dachte, du hast die... Okay, dann hätte ich doch links fahren sollen. Wahrscheinlich, oder? So, die Markierung hole ich mir kleine Worte. Ich sehe nämlich nicht, dass die Straße da übergeht. Ich wollte gerade sagen, du kannst mal die Verdeckung holen, dann sehe ich ja, wo ich herfahren kann am besten. Oder wo du dann hinterher auch herfährst am besten. Ich werde jetzt die Verdeckung holen und dort stehen bleiben. Dann richte ich dir später, wie es war. So, gibt es natürlich im Wald nirgendwo einen Weg zur Verdeckung. Oh, ey, ich glaube, es geht los, die scheiß Pfütze hier. Ist der Schlamm auf der Karte hier schlimmer als sonst, oder was? Das kann doch nicht sein. Easter Egg, wahrscheinlich wird irgend so ein Tag des Schlanges. Ja, genau. Der Tag des Schlanges. Nicht trauriger Tag haben die Entwickler sich gedacht, nicht mit uns. Wir rauchen hier alle im Büro. So, natürlich muss es Nacht sein, wenn ich eine Verdeckung suche. Woll und ein Stein. Fahren wir über den auch nochmal drüber. Schön. So, komm jetzt hier gegen die Winde hier hochfahren. So. Die Reifen drücken sich bis auf die Felge platt. Nein, nicht. Jetzt wird der natürlich auf die Seite sich stellen, das Ding. Oh nee, das war jetzt nicht so gut. Okay, jetzt mache ich hier tatsächlich so ein bisschen den Nesca-Fahrer an der Steilkurve. Auf der B36 gibt es ein gekipptes Auto. Bitte fahren Sie vorsichtig an ihm vorbei. Eins wäre schön. Und hinten muss die Abdeckung sein. Gesundheit. Ich weiß, wie fast. So. Boah, das ist doch nicht wahr, ey. Also nochmal zurück zur Werkstatt. Dieses Gefühl habe ich auch gerade. Aber noch bin ich nicht so weit. Aber ich habe keine Alternative dazu. Es ist so wie ich hier hänge, weiß ich nicht. Ach komm, wir stabilisieren das Ganze mal, indem wir ein bisschen umkippen. Scheiße, ey. Weißt du was, die Bedeckung ist von deiner Seite viel besser auszureichen. Also machen wir das gleich mal hier immer durch den Wald. Dankeschön. So. Wo ist mein Tankwagen? Da unten ist mein Tankwagen. Und es ist natürlich nachts. Wie soll das anders sein? Natürlich. Und ich hab was auf der Brille. Das ist unnütz. Dann Bremse weg und dann... So, gucken wir mal, ob wir diesmal über die Brücke kommen. Licht sieht man auch etwas mehr, wie gewöhnlich. Ach, ist das schön. Ich war gerade mit dem Tankwagen dem anderen hinterher, mal gucken, ob ich dem noch helfen kann oder ob er mir gleich umgibt. Einen Tankwagen den nächsten. Ganz ehrlich, der Tankwagen ist momentan hier Held der Karte. Ganz ohne Mist, ey. Und bei anderen Karten hätten wir in der Zwischenzeit schon, keine Ahnung, einen Zielpunkt komplett fertig gehabt mit zwei Holzlieferungen. Und hier haben wir noch nicht mal den ersten so ein bisschen beliefert.
Kein einziges Mal. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe schon ein Auto daneben in den Schlamm gesetzt. Ja. Also von daher. Ja, aber das war's dann auch. Dann musste ich rechts, ne? Ja, immer Straße. Von der Straße aus kann es so schwer gar nicht mehr sein. Ich muss nur die Verdeckung. Dann habe ich meinen Teil für diese Map getan. Den Rest übernimmt Forti, der weiß das. Was? Das nein. Muss auch noch mal Holz holen. Ja, natürlich. Ich bin mir nämlich aktuell noch nicht sicher, ob ich mit dem LKW, auf dem ich gerade das Holz habe, ob ich da noch bis zum Ziel komme oder ob ich jetzt den gleich da in den Fluss werfe, aus Versehen. Das kann passieren. Wir hauen jetzt die Map in den und werden jetzt jeden Augenblick mit Borderlands anfangen. Damit ich irgendwas habe, was ich töten kann. Das passt jetzt gerade. Ich meine, du kannst auch einfach Bäume umfahren, aber... Nicht mit diesem Mini-Buggy hier. Ja, da muss er schon Typ C für nehmen, das stimmt aber. Nee, das habe ich auch schon mal getestet. Mit vollem Anlauf, bumm. Der Strauch hat mich aufgehalten. Du musst wissen, welche Bäume du umfahren kannst. Das ist die Kunst dabei. Also kleine Bäume nicht, das habe ich schon festgestellt. Doch, kleine Bäume gehen. Bis zum gewissen Level gehen sie, bis ab einem gewissen Punkt produzieren sie Schaden, aber knicken trotzdem um. Hier wollte ich jetzt nicht durch den Wald, das kann ich nicht. Und hier geht's nach rechts. Ach, solange wie das dauert, bis ich da bei dem LKW bin, ist wahrscheinlich Nacht. Oh, ist die Nacht schon wieder zu Ende, vielmehr. Es ist ja momentan noch Nacht. In 6 Stunden wird es wieder, wieder hell, glaube ich. Also einmal Querfeld ein. Achievement. Was für ein Achievement? Achievement unlocked, Mushroomer. Ach so, weil du Pilze überfahren hast. Ja, das kommt hin. Super. Das ist ein sehr gutes Achievement. Xmas Tree, ja. Den Baum kann ich umfahren, den nicht. Die sehen zwar, sind 1:1 derselbe Baum, aber... Nee, der stammt von dem einen, war 1 Millimeter dicker als der von dem anderen. Das ist dann die Knickgrenze, weißt du? Wahrscheinlich. Das ist der große Bruder, da geht das nicht. Oh, jetzt habe ich... Oh. So, hier ist also offensichtlich eine Strecke. Schön. Jetzt nach links. Bis hierhin ist Forti also schon mal gekommen. Mhm. Müsste er nicht um Fahrzeug sein? Wieso kann ich jetzt keine... Was soll das? Wo bist du? Richtung Verdeckung. Ach, nee, da bin ich nicht hingekommen, da war nur die Verdeckung einfach, die letzte. Ah. Du kannst ja mal den K700 da dir holen. Ich glaube, da kommt man relativ einfach hin, so sieht es zumindest aus. Das macht den Anschein, als wäre es einfach nur so. Dann will ich jetzt die Verdeckung, weil dann habe ich wahrscheinlich eine Straße, die da hinführt, bevor ich hier wieder im Wald mich durchirre. Das kann passieren, ja. Oh, und hier ist schon wieder genug Schlamm, um den Wagen zum Wahnsinn zu bringen. Also orientiere ich mich gleich in die Nähe der Bäume. Aha, mir schlägt gerade das Rad durch den Radkasten, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, der Tankwagen muss bald in die Werkstatt. Lange wird er nicht mehr fahren. Das erklärt langsam, wieso die in der Formel 1 ein Safety Car haben. So. Es gibt ja eine gewisse Aversion gegen Autos allmählich. Naja, gegen Autos, damit hat das ja hier nichts zu tun in dem Sinne. Du hast recht. Wir sollten einfach nicht so tun, als ob das hier Audi steckt. Arg! Jetzt kommen wir aus der Schlammpfanne raus, Mensch. Gibt's doch nicht. Aha, jetzt geht es. Ich habe echt den Eindruck, dass es besser geht, wenn man den Tankwagen vorne dran macht mit der Winde und das Ding dann einfach durchs Level zieht. Ich wind mich jetzt ja auch gerade über die Hügel, bevor ich anfange. Und das, oder das Ironische daran ist, das dürfte sogar stimmen, weil das Auto ja, wenn du da die Winde dran packst, dann gibt er ja automatisch Gas. Also das Auto, was da hinten dran hängt. Das heißt, du hättest ja dann quasi die Leistung von dem Auto, was du ziehst, und eben die von dem Tankwagen, der vorne weg quasi da dran hängt. Und ich hoffe mal, dass die Karte, oder der Weg zu dem, oder den du da fährst, dass man da... Nein! So, ich hab sie, die Verdeckung. Schön. Oh Gott. Kommt man... Oh nein, da kommt wieder so eine riesige Wasserpfütze. Ach, warum bin ich nicht oben rum hergefahren? Ach so, weil oben auch so eine Wasserpfütze war. Schade. Mhm. Okay, dann bleibt mir eh nichts anderes übrig, als hierher zu fahren. Wahrscheinlich. Das sind mal lauter schlechte Optionen, ne? Ja, sozusagen. Ich fahre jetzt knappet ein mit dem Ding hier. Und schau mal, wo ich drin lande. Nee. Was sagt mir die 1 da eigentlich? Muss man nicht verstehen. Ich
Wieso glühen die Pilze hier eigentlich überall auf dem Boden? Ist doch Tschernobyl, oder? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ist doch Tschernobyl. Ne? Das ist, entweder sie sind tot oder sie glühen. Kann man oder beides. Schon mal durch den Wald gegangen zu sein, der pink, blaue und rote Sporen absondert überall. Ich fange an, das etwas merkwürdig zu finden. Ich sollte mit meinem Arbeitgeber nochmal reden. Weil das würde auch die ganzen Bäume erklären. Also diese sowjetischen Gummibäume, die wachsen wahrscheinlich auch nur original in Tschernobyl. So, jetzt fahren wir hier mal ganz vorsichtig an der Seite her, da wo die Bäume sind. Gut, aber dass ich mit dem kleinen Buggy hier durchkomme. Noch mehr Pilze. Oh, jetzt müssen wir mal querfeld einfahren. Wo? Wo? Ja, du musst natürlich auf die Seite, was auch sonst. Du bist umgekippt, oder was? Oh ja, das ist doch schön, sowas. Ich wollte ja sowieso mal wieder zur Werkstatt. Ist mal wieder so weit, ne? Oh Mann. Wir waren ja schon lange nicht mehr bei der Werkstatt, ja. Das ist unglaublich. Hallo und raus aus den Federschüchten. Es ist ein kalter Tag. Es ist saukalter Tag. Es ist ein arschkalter Tag und alles so. Yay! Kennst du dich, Groundhog Day? Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Jetzt so kommt mir das hier gerade vor. Willkommen an der Werkstatt, habe ich ja lange nicht mehr. Ich hätte durch die Mitte fahren sollen, glaube ich. Oh, mal gucken, ob wir da jetzt noch hinkommen. Weil rechts dran vorbei, das endet eh immer schlecht, das weiß ich. So, hier gibt es einen K700. Irgendwo. Das hier? Ding sieht aus wie so ein Radlader. Das ist der Witz dabei. Oh Gott, was mache ich hier gerade? Was passiert hier gerade? Warum ist der abgerutscht? Oh Gott. Nein, Kamera, was tust du? Nein! Au! Ja, wenn ich deinen Pfeil sehe, wie sich plötzlich in die Z-Achse dreht, kann irgendwas nicht stimmen. Ich rate mal auf dem Dach. Nee, nicht auf dem Dach, aber auf der Seite. Das schön ist in die Grube reingekippt, weil ich so dachte, ach komm, fährst du durch die Mitte und dann so kannst du vergessen. Also bis 90 Grad kann sich dein Auto zur Seite. Weißt du, so knapp vom Ziel, das ist doch nicht mehr... Dieser Kackgrünstreifen da. Ich hätte direkt da drauf fahren sollen, dann wäre das nicht passiert. So, und wo hängt jetzt mein Grünzeug hier? Du hast es doch bei mir gesehen. Bis 90 Grad kannst du problemlos auf der Seite stehen. Nur mehr als 90 Grad sind nicht empfehlenswert. Ich bin ja auch nicht freiwillig umgekippt. Ach komm, ganz ehrlich. Ich nehme das öfters mal in Kauf. Das ist doch Kacke hier. Nicht, was macht die? Was ist denn das? Hindernis 1 überwunden. Warum kann ich nicht was Einfaches spielen? Fortress, Halo, so, Destiny blind oder so mit Augenklappe. Handstütze? Den Hausfrauensimulator oder so? Ich weiß es nicht. Ja, okay, hier konnte man eh keinen Tank dran, keinen Kran dran packen. Ach, ich glaube, ich schalte mal eben kurz den anderen Typ C2, oder? Ja doch, ich glaube, ich schalte mal eben den anderen C255er da frei. Kann man hier einmal so fahren und... Wie kommt man denn da am besten hin? Wir hätten doch bei der nächsten Karte von vornherein erstmal alle Aufdeckungen. Und dann überlegen wir, wie es weitergeht. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal auch besser so. Das ist ja hier nicht mehr aushalten. So, wo wollte ich eigentlich hinbringen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist, ehrlich gesagt. Deswegen, Das hatte ich ganz anders in Erinnerung, damals, als ich es probiert habe, bevor ich 5 Monate in diesem hübschen, beheizten Raum mit den weißen Wänden war. Sagen wir es mal so, ausgelassen haben. Ich habe die Karte ein wenig unterschätzt am Anfang. Dieser eine Gleichgewichtspunkt. Die sah so toll aus, so schwarz mit dem. Also dieser eine Gleichgewichtspunkt macht doch mehr aus, als man denken würde. Mir schwant nämlich schon Böses vor den Karten, die dann 7 oder 8 Gleichgewichtspunkte haben, weil die hat jetzt 4. Oh je. Und dann gibt's so Leute, die alle Karten auf Simulation durchgespielt haben, also ohne zur Werkstatt retten. Und das alleine. Ja. Da denke ich mir so, ja. So, wenn man Zeit okay, hat. Kann man mal machen. Allerdings hat man natürlich, wenn man alleine spielt oder wenn man Singleplayer spielt, hat man den Vorteil, man kann speichern. Das kann man ja leider nicht. Hardcore-Modus für Dark Souls geben, ne? Mit einmal tot, fang von vorne an. NG Warum Plus, nicht? Ja. Also, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Ich spiele auch gerne so Spiele, beim ersten Fehler oder falschen Drücken einer Taste, buff. Oder beim ersten Bug, das ist auch immer schön.
Was wäre aus The Legend of Zelda geworden, wenn es da Permadeath gibt? Ich weiß nicht, ob wir die Marke heute noch kennen würden. Das ist eine Brücke. Wahrscheinlich nicht. So. Jetzt ach einmal ja. Querfeld ein über den Acker. Ach, ist das schön. Welch wunderschönes Spiel manchmal. Also manchmal hat dieses Spiel... jetzt von Aliens entführt zu werden auf dem Ocken? Oh Gott. Also ich muss sagen, manchmal hat dieses Spiel tatsächlich was von Dark Souls. Ist dann nämlich genauso frustrierend wie Dark Souls. Ja, ich weiß nicht. Bei Dark Souls darf ich wenigstens unterwegs ab und zu mal was töten. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich gehe davon aus, dass ich wenigstens irgendwann mal was töte durch Zufall. Naja, hier darf ich nicht mal einen Baum umfahren. Also bei Dark Souls hast du wenigstens überhaupt Speicherpunkte. Das ist eigentlich das Traurige daran. Das ist tatsächlich der Vorteil davon. Oh, was ist denn das für ein Teufel? Bin ich hier fast seitwärts in den Fluss reingefallen. So, jetzt glaub, tauchen wir einmal hier durch den Fluss. Dankeschön. Ah, ich weiß nicht, was das ist, aber ich nehme es. K700, klingt gut. Was das kannst du? Ist wie so ein Radlader. Dateien. Was sieht zumindest aus wie so ein Radlader, fand ich. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Kannst du mir ja dann mal berichten. Ich auch nicht, aber es hat große, fette, dicke Reifen. Und 15 Liter Kraftstoff, wollte mich verscheißen. Ja, damit musst du entweder zur Werkstatt oder du musst mit dem Tankwagen hinfahren. Ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass ich mit 15 Liter zum nächsten Kraftstoff gehe, aber... Ja, ich sage, das soll man ja dann auch gar nicht. Soll das eigentlich dann mit dem Tankwagen abholen? Das Auto. Also brauche ich jetzt einen Tankwagen, den muss ich mir erstmal anschauen. Naja, oder du holst halt... Oh verdammt, wo bin ich? Nein, da hätte ich gar nicht hingemusst. Da hinten muss ich hin. Ja, sonst kannst du dich halt einfach zur Werkstatt retten. Das ist halt dann die Alternative. Ich fahre jetzt erstmal die 5 Meter mit dem Wagen nach vorne, weil auf die Straße kannst sogar du fahren. Was hast du gerade für ein Fahrzeug? Typ A. Ich hole mir den anderen Typ C, damit ich den verwenden kann, ohne dass ich einen Tankwagen zur Werkstatt schicke. Weil ich jetzt auch nicht ganz weiß, ob er dann die Dings verliert, die Ladung, die hinten in dem Tankwagenaufsatz ist. Wechsle ich erst nochmal das Fahrzeug und hole mir die Verdeckung. Halt. Das Problem ist, die Verdeckung bringt ja auch nicht immer was dann. manche Strecken sehen nicht so schlimm aus, wie die, wo ich gerade hängen geblieben bin. Also denkst, ach komm, dann fährst du da halt her und dann ist gut. Aber nein, dann kommt noch was und grätscht dir richtig ins Gesicht. Eine Verdeckung. Irgendwo vor mir. Im Wald. Ja, das ist jetzt auch nicht schlecht. Der Typ C hier hat 52 Liter Kraftstoff, aber 600 Schaden dafür. Nett. Der Motor ist hinüber. Schade. Ist jetzt aber auch egal. Ich wollte ja sowieso zur Werkstatt zurück. So, dann packen wir da mal die Geländeräder drauf. Dann... Du spielst doch was für abartige Menschen hier. Ein Wagen mit Kran? Nee. Holzauflieger. 50 Schaden, jawohl, einmal gegen Baum, so. Und der hat nicht mal einen Kratzer. Und da ist noch ein Baum. Jetzt so weit zurück nicht. So. Die Spannung steigt mit jeder Sekunde. Jeden Augenblick rastet er am Bildschirm aus. Wir sind live dabei. Ich muss gerade überlegen, wie ich jetzt hier einen Kran drauf kriege. Kabinenschutz. Typ A wahrscheinlich gar nicht. Tankwagen. Das ist nee, nicht auf dem Typ A. Wagen mit Kran. Ladefläche. So, Yuki Bär, jetzt werden wir gleich mal den Wald anzünden, dann hat sich das Problem auch erledigt mit den Hindernissen. Wir müssen nur ein, zwei Tage warten. Ja, Moment mal, auf welches Auto konnte man jetzt den Kran draufbauen? Das gibt's doch gar nicht. Oh, guck mal, eine Verdeckung. Von nirgendwo kommt man an diese Verdeckung vernünftig ran. Schön. Und da unten ist eine ganz normale Straße, habe ich es nicht gesagt? Also doch, von oben das Holz bis nach ganz in Süden irgendwie runterkommen, was Faktor nicht möglich ist, Kraftstoff tanken und von dort aus einfach weiter. Ah, da kann man einen Kranwagen. Okay, es war doch der Typ hier. Ah, schön. So, was nun? Was haben wir noch? 71 Liter. Du warst auf dem Weg zum Typ C200 irgendwas, ja? Den habe ich, ja, den habe ich schon eingesammelt. War eigentlich ziemlich sinnlos, weil ich jetzt doch mit dem anderen fahre, weil ich jetzt nicht mehr wusste, auf welchem man den Kran montieren kann. Das war das Problem. Ich überlege gerade nur, ob ich jetzt auf den... wenn ich einen Wagenanhänger nehme... nee, das bringt mir nichts. Ich
nicht in die Werkstatt. Das ist das hier dann. Ja, genau. Hm. Oh, hi, wen haben wir denn hier? Machen wir das so. Handbremse aus, ja, läuft weiter an. Typ 4, 3, irgendwas. So, danke schön. So. Da kommt dann jetzt wieder ein mittlerer Holzanhänger hinter und dann kann man eigentlich auch schon wieder losfahren. Yay. Also nimm den Typ C mit den vier Ziffern. Ich genau, bin gerade direkt neben dir. Deswegen. Und dann packst du den Kranwagen drauf. Halt auf, lieber, wo ist das Ding? Komm her, ja. Und dann fangen wir eigentlich nochmal von vorne an. Runter, halt. Ich glaube aber, es ist einfacher, den Weg hier an der Werkstatt vorbeizufahren, obwohl der ewig lang ist. So, so. So. Was, oh, was ist das denn? Ist das Wasser oder nicht? Anbauen, so. Holzauflieger anbauen jetzt. Das ist auf jeden Fall Wasser hier. Und mittlerer Holzanhänger anbauen. Dankeschön. Und dann reicht mir das auch schon mehr, wenn ich Ersatzrad nehme auch noch. Warum nicht? Keine Ahnung für. Kranstütze? Bestimmt eher nicht. Von der Kranstütze. Oh, wobei, vielleicht kann man auch daher fahren. Oh, ich weiß es nicht. Ach, was? Fahr mir am besten nicht hinterher, wenn ich gleich fahre. Das habe ich mir fast schon gedacht. Es könnte so nämlich in einem Unglück enden. Einmal hier rum, die Strecke kennen wir schon. Genau genommen, das wird in einem Unglück enden, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das der Realität entspricht. Gucken wir mal, wie groß das Unglück wird. Hier ist also eine Stammausgabe, so so. Bei der Stammausgabe kannst du nur mit dem Kranfahrzeug hin. Mhm. Die laden, da musst du es selbst aufladen. Das ist unpraktisch. Also bringt hier nicht so fürchterlich viel, weil der Weg zwischen Stammausgabe und normaler Holzausgabe ziemlich klein ist. Also halte ich das für wenig sinnvoll, da herzufahren. Oder dahin zu fahren. Boah, jetzt hab ich mal. Selbst aufzuladen. Wenn du jetzt gleich ein knackendes Geräusch hörst, dann bin ich das, der meinen Schreibtisch aus Glas durchkaut. Was hast du gemacht? 3 Schritte zurückgefahren und vergessen, dass ich hier noch einen Auflieger hinten dran habe. Zack, bumm, auf der Seite. What? So weit warst du doch noch nicht von der Werkstatt entfernt. Ich habe mich überhaupt nicht von der Werkstatt entfernt. Ich liege schräg auf der Werkstatt. So, aber wenigstens bin ich jetzt gleich in die richtige Richtung. Und die das ist doch schön. Dankeschön. Und jetzt aus mit dem Scheiß von wunderschön. Mit dem Scheiß, mit dem wunderschönen Scheiß, ja. Ich kann losgehen, ne? Jetzt läuft es. Das wird in einem Rutsch jetzt wird das funktionieren. Ist immer noch der 42 gebraucht war und ich habe den wie irgendwas freigeschalten und sofort 138 Schaden, weil ich gegen den dämlichen Container gefliegt. Der tut das Note, dass der Container da steht und dann so, ja, offensichtlich schon. Ich habe das freigeschalten und fahre natürlich prompt gegen das freigeschalten aus. Retten wir uns nochmal zur Werkstatt. Ich meine, so lang ist der Weg ja nicht. Genau, das ging mir gerade durch den Kopf. Ach Gott. Die 300 Schadenspunkte für die 5 Meter brauche ich jetzt nicht sparen. Ja. Boah, nee, okay. Also meine Alternativroute, die kann man vielleicht mal machen, wenn man noch kein beladenes Fahrzeug hat, aber wenn du hier beladen mit dem Holz durchfährst, das kannst du wahrscheinlich komplett knicken. Du wirst wahrscheinlich dann immer nur noch die hängen Lösung bleiben. Das Problem lautet, nicht laden. Nur durchfahren. Ja. Oh, hier muss man aufpassen, dass man nicht im Fluss versinkt. Gut. Das ist die ganze Zeit. Wir wären viel erfolgreicher als Spediteure, wenn wir nicht versuchen, dieses dämliche Holz zu transportieren. Einfach Autos transportieren von A nach B. Das kriegen wir offensichtlich gut hin. Ja, weniger. Ja, so ungefähr. Einfach ausliefern mitten im Wald und dann so. Ach, da hinten müsst ihr hin. Ja, gut. Ach, wenn wir nichts aufladen müssen, dann ist das okay. Immer weiter. Oh, da war ein Pilz drunter. Okay. Nicht hier stecken bleiben auf den 3 Meter. Egal, nicht. So. Komm, Baum, gib nach. Oder kommt mir ein Ast entgegengeflogen. Mehr Grip. Und Grips gleich nach oben drauf, bitte. Und wieder nach links. Und den Anhänger nicht verlieren, wäre auch nicht schlecht. Auch wenn noch nichts drauf ist. Ich glaube, ich habe echt nichts gewonnen, dadurch, dass ich hier oben hergefahren bin. Das sah auf der Karte als so aus, als wäre es der viel bessere Weg gewesen. Ich bin oben schon gefahren. Das ist ein Krampf.
Ja. Ich habe mir nur so gedacht, ah, bei der Anzahl an Pfützen, die auf dem anderen Weg sind, kann es hier eigentlich nur besser sein. Und dann so, ich habe mich geirrt. Punkt. Ich glaube, zum Spaß, wenn ich jetzt nochmal umkippe, nehme ich einfach den Typ A und fahre damit mal hier durch. Mal gucken, was passiert. Alle 3 Meter mit der Winde. Was hast denn du hier für eine Strecke hinterlassen? Das ist ja... Bist du oben? Fährst du gerade oben, ja? Ja. Das sieht jetzt ganz schön schlimm aus. Das stimmt schon. Es sah aber auch vorher schon nicht mehr schön aus. Muss man fairerweise dazu sagen. So. Holzverladestelle. Guten Tag, Schlampfer, ne? Wir fahren da besser nicht von rechts rein. Das Desaster kennen wir ja schon. Ach, okay, er hat nur die Texturen nicht geladen gehabt. Sehr gut. Ich dachte erst, beim Holz sieht super aus. Und dann habe ich festgestellt, dass die Textur für den Schlamm einfach noch nicht geladen war. Ah, schade. Ah, bringe dein Fahrzeug. Ich bremse auch für Kinder, denn Frischfleisch ist sehr gut. Ich grille es unterwegs bei 2 Kilometer pro Tagesverbrauch. Jo. So. Kann man so sagen, ne? Ah, komm, hier einmal Turbowende und dann... Weißt du, was ich heute noch nicht gemacht habe? Mich in den See aufgestellt auf die Seite. Ja, jetzt auch mal. Das ist neu, ja? Slayer, ne? Es fehlt ja sonst was. Ich glaube, wir sind, wenn ich ausrichte, Ende... Stopp, nicht fahren, stehen bleiben. Wir sind schon am Ende von Juni, nur muss ich nebenbei. Wieso fahre ich eigentlich nicht geradeaus? Geht doch auch. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Das wäre ein guter Grund, da mal... Ich denke ja noch nicht dran. Leichter Bankwinkel hier. Wenn es bergab geht, muss es ja irgendwann auch wieder bergauf gehen. Und das versuchen wir gar nicht erst. So, wo stehe ich jetzt? Da. Aha. Du fährst gerade mit dem Typ A. Nee, mit Typ 4, 3, 2, 1. Ach so, okay. 0. Okay. Vielleicht hätte man auch an der Weggabelung nach unten fahren sollen, fällt mir gerade auf. Vielleicht wäre das besser gewesen. Ich weiß es nicht. So, ich glaube, mein Plan wäre jetzt hier so, dann da dran vorbeifahren, wenn das nicht ganz so schlimm aussieht und dann so auf die Strecke. Weil da durch die Pfütze möchte ich eigentlich nicht durch und da kippt man eh wieder runter. Ah, das ist doch schön so. Ich sage dir, diese Entwickler haben einen Level-Editor gehabt und sich gedacht, was sieht unmöglich aus? Und wo so, können wir raus besonders... fertiges Spiel. Ja, irgendjemand wird es schon packen. Vor allem haben sie sich dann so gedacht, ah, wo packen wir jetzt mal besonders tiefen Schlamm hin? Ja. In 10 Jahren werden wir dann es veröffentlichen. Wir waren sowas von betrunken bei der Entwicklung. Wir wussten genau, dass diese Strecken unmöglich sind. Aber die Spieler haben es immer wieder versucht. Wir haben uns so totgelacht über diese Let's Plays. Die Idioten haben es wirklich versucht. Das ist, muss ja eigentlich auch ziemlich lustig sein mittlerweile, wenn du als Entwickler was raus in die Titel rausbringst und dann dir Let's Plays dazu auf YouTube anschaust. Dann kannst du ja quasi jegliche Fehler, die die Leute machen, kennst du ja oder du weißt ja quasi, was falsch ist oder was richtig ist. Das reproduzieren wir im nächsten Teil. Und du weißt ja, du siehst ja quasi, wie die Leute sich da durchquälen und je nachdem, wie du veranlagt bist, freust du dich sehr, sehr, sehr darüber, wenn die Leute dann leiden und schreien und physikalische Schmerzen dabei haben. Oder, nee, physische Schmerzen, nicht physikalische Schmerzen. So. Alles hat es durch die Bank weg. Ja. Spielentwickler. Ja, definitiv. Es gab auch schon Studien, die gesagt haben, dass der Großteil der Internet-Trolle, dass es auch verkappte Sadisten sind. Oder Psychopathen. Oder dass die meisten Leute davon Persönlichkeitsstörungen haben. Ja, das habe ich schon länger vermutet. Das hat mich jetzt auch nicht so fürchterlich überrascht. 4 Ladungspunkte und jetzt ruf. Und jetzt aber nicht gleich hier wieder umkippen, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Das habe ich aber auch gerade schon gedacht. Ich war auch schon einmal so... Ja, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch werden mit dem Wankelwinkel. An der Ladestelle wäre das echt peinlich. Also nicht, dass mir irgendwas in den anderen, in den vergangenen 2 Stunden hier peinlich wäre oder so. Ach. Aber das an einer Verladestelle umkippen, das wäre der Gipfel, ja? Erste Brücke, das war der Gipfel heute, glaube ich. So, jetzt müsste ich vielleicht noch eine Strecke markieren. Wenn ich Guck mal, eine Brücke. Rams. So, jetzt geht der wieder außenrum. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal nach Süden weiter. Weil da ist noch nichts freigegeben und ich habe das dumme Gefühl, da ist eine absolut gerade Straße schon wieder. Wir sehen sie bloß nicht. Wer weiß. Und weil da unten geht es so schön gerade weiter. Oh. Ich trau den Frieden schon so ein bisschen tief hier. Ich bin ein böser Bicht, ich fahr durch den Wald und sehe die Bäume nicht.
Und deswegen bist du ein Bösewicht. Ja. Sehe ich die Logik. Mit Logik hat das hier schon lange nichts mehr zu tun. Aber ich bin, also was mich bei dem Spiel immer wieder erstaunt, ist eigentlich die Schlammphysik. Manchmal denkst du, sie ist gut. Manchmal denkst du, ich hasse sie. Vielleicht, weil sie gut ist. Vielleicht aber auch einfach, weil sie scheiße ist. Ich glaube, das ist sowieso bloß so ein Physikexperiment, dieses ganze Spiel. Wie kann man Schlamm in einem Videospiel simulieren? Um was anderes ging es hier nie. Die Holzbeladung ist bloß eine Ablenkung, damit die Leute das kaufen. Und führt mehr Testergebnisse. Ach, nicht Zeit kann jetzt... Ich will's nicht. Telemetriedaten werden die ganze Zeit mitgeschickt. Jawohl, und auf in den Schlamm und ich bleib jetzt bloß nicht schlecht. Dann kannst du auch direkt das Mikrofon mit aufnehmen, dann weißt du ungefähr, wie sehr sich die Leute darüber aufregen. Dann machen wir noch ein bisschen was, die Geräuschakustik und so. So, und wenn ich hier jetzt stecken bleibe, habe ich ein schönes Problem. Okay, also der Weg bis zum Ziel sind ungefähr 1,5 Kilometer. Von meiner aktuellen Position aus. Ich habe noch ungefähr 100 Liter im Tank, aber ich fahre auch an der Werkstatt vorbei. Oder ich könnte an der Werkstatt vorbei. Ich bin immer links abgebogen, weil du vorgegangen bist. Ich werde jetzt hier eiskalt durch diesen Schlamm durchrotten und wahrscheinlich ist es nur eine gerade Strecke. Mit Asphalt und Zement. Weil ich bin mal gespannt, wo du da gleich herkommst, aber ja. Falls ich durch diese kleine Pfütze komme. Ja, das sieht gut aus. Winden kann ich mich hier nicht, also sollte er bitte weiterfahren. Und weiterfahren. Und es ist eine gerade Strecke, habe ich nicht gesagt? Wo bist du da jetzt genau? Da, wo wir uns das letzte Mal schon getroffen hatten mit diesem Windenproblem. Da willst du dich echt nochmal durchquälen? Ja, da bin ich schon dran vorbei. Deswegen, wir sind da immer links abgebogen. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Einfach mal so spontan. Ah ja. Der Weg hier wird wahrscheinlich sowieso zu nichts mehr gebrauchen sein, wenn ich einmal hergefahren bin. Wobei es momentan noch nicht ganz so schlimm aussieht. Ich glaube, das ist Level Recycling. Dieselbe Stelle, wo wir das letzte Mal stecken geblieben sind, gibt es direkt 50 Meter netter nochmal. Das kann gut sein. Das ist jetzt ein Scherz. Oh nee, ey. Was ist denn das für ein Berg hier? Erstmal ein bisschen nach links zu den Bäumen fahren. Und dann feststellen, dass da überall Steine im Weg sind, weswegen ich gleich wieder nach rechts fahren werde. Nein, nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen. So nicht. Ach komm jetzt. Nee, das ist mir jetzt zu langsam. Nicht so. Kippen. Nein, nee. Und? Ich wollte sowieso mal schauen, was Twitter zu sagen hat heute. Unterdrückte Wut ist die schönste Wut. Schalten wir mal auf die Nachrichten. Marco Reus ist nicht im vorläufigen im endgültigen EM-Kader dabei. Oh. Eine Dose Mitleid. Kopieren erlaubt. Jetzt, wo ich das weiß, werde ich lauter 2-Sekunden-Clips einbauen. Nein, wirst du nicht. Ich bin ein Bruch bei VW. Wie weit hast du dich eigentlich gerade von deinem Mikrofon entfernt? Knappe 30 cm. Ich hätte jetzt eher auf 3 Meter getippt. Nee, das liegt daran, weil ich den Kopf zur Seite bewege und schon hörst du mich so gut wie gar nicht. Und ich rede auf dem Mikrofon. Ich höre dich nämlich kaum noch. So ist nicht. So, Motor starten wäre echt günstig. Und er startet. Und wir winnen. Weil es scheiß auf die Ladung, ich will nur weiter geradeaus fahren. So schlimm war der Weg hier hoch doch nicht, als ich hier beim letzten Mal hergefahren bin. Das gibt's doch gar nicht, ey. Starte diesen verfluchten Motor. Los, los. Also wenn du den Weg an der Werkstatt vorbeifahren solltest, beim nächsten Versuch, dieses Stück Berg, wo du da hochfährst, beziehungsweise wo du, wenn du von der Werkstatt kommst, natürlich runterfährst und hinterher wieder hochfährst. Eigentlich brauchst du es gar nicht ohne Winde versuchen. Direkt zur Seite fahren und dann mit dem anhand der Bäume quasi mit der Winde nach oben ziehen. Ich glaube, sonst geht das sowieso nicht. Okay. Wieder ein bisschen Schräglage hier. Ach, Baum. Sehr gut. Wo war denn dieses Tankfahrzeug? Nein! 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 Oh! Einmal zu stark gezogen und schon liegst du auf der Seite. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Die
Die Map und ich, die ich und die Map. So, Typ C 255. Einmal zu stark gezogen und schon bist du weg. Ah, schön, dass ich direkt neben der Werkstatt liege. Da kann ich ja direkt das andere Auto holen. Welches von diesen 12 Wagen ist denn der... Kann die Tankwagen kriegen sie ja auch nichts. Du musst einen normalen... Ja, nimm einfach einen Typ C und pack da einen Tankwagen drauf. Oder was meinst du jetzt? Oder was möchtest du machen? Das habe ich mir auch gerade überlegt. Ich habe den 255er genommen und einfach den Tank... also das Tankding drauf. Dieser K700 sieht aus, als ob er Kraft hat, aber der muss erstmal aufgetankt werden. Wenn man da einen Anhänger dran kriegt... Ja, fahr doch dahin und schalt ihn frei. Ja, den K700 habe ich schon freigeschaltet, aber du musst das nur betanken. Ja, ich meine, dann fahr halt zur Werkstatt damit. Oder nimm den zur Werkstatt. Kann ich den direkt teleportieren? Weiß ich nicht. Kannst du einfach zur Werkstatt retten. Ah. Das habe ich doch vorhin schon dreimal gesagt. Nee, das sag ich du mir. So, also. Werkstatt. Geh hier oben. Nein, nicht gerade. Ich will. Oh, ach, da muss ich hin. Werkstatt. Ja. Servus. Differentialsperre always gefällt mir. Ja, macht einen Lärm für 12. Das stand übrigens nicht Gebrauchtwagen, sondern Gebrauchswagen. Jetzt habe ich erst verstanden, was du damit gemeint hast. Es war einfach Gebrauchswagen. Ein bisschen komisch übersetzt. So offensichtlich kann ich damit nichts machen mit diesem Wagen. Das ist schön. Greifer heben. Kann ich greifen. Ach komm, pass auf, ich fahre jetzt hier runter. Fakt ist, es wird eh nicht mal schlimmer. Ha! Hat funktioniert. Ist zum Abschleppen gedacht, ne? Das beruhigt mich jetzt aber. Weil das bei uns ja so selten vorkommt. Der Typ K? Ha? Oh ja, dann sollte ich den vielleicht doch auch mal freischalten. Ich weiß ja nicht. Also ich habe jetzt einen. Am besten ich fahre dir jetzt hinterher. Ich muss nur noch gucken, wo ich werde jetzt hinterher. So, dann gucken wir doch mal, was so dieses Ding kann. Wo ist gehen wir jetzt mal an den Kran, das wird wieder lustig. Oh ne, jetzt muss ich mich wieder mit der Kransteuerung auseinandersetzen. Oh ja, das wird wieder schön. So, wieder nur... Jawohl, du bewegst den Kran weg und schon ist das ganze Holz im Raum verteilt. Das ist eher ungünstig. Das war jetzt sehr gut. Kommt mir direkt durch die Bäume durch? Wir werden es gleich rausfinden. Vielleicht sollte ich einfach mit dem Kran jetzt das andere Auto aufrichten. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um damit jetzt umzugehen. Quatsch, 7 Schaden, Dankeschön. Ja, das ist auch geklärt. Ich mach die Geräuschkulisse. Piep, 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 piep. Minensuchgerät muss eingebaut sein hier. Hochkonzentriert hier. Er baut denn ein Auto, das keine feste Achse hat? Das ist doch bescheuert. Inwiefern keine feste Achse? Ja, du hast zwei große Vorderreifen, zwei große Hinterreifen. Und dazwischen ist irgendwas, was sich mitbewegt die ganze Zeit. Ach so, ja, da hast du einfach einen sehr kurzen Wenderadius. Wenn du den mit dem Gelenk hast, ist doch super. Ja, dann gucken wir, ob wir damit auch bergab fahren können, weil da vorne ist ein Auto. Ist es jetzt gerettet? Nein. Aber da fährt noch ein Wagen, das muss das also auch von dir sein. Richtig, ist auch von mir. Ich versuche gerade mit dem einen den anderen wieder auf die Räder zu bringen. Soviel zu dem Thema kurzer Wendekreis. Also eigentlich ist der Wendekreis. Und der Baum biegt sich mit, aber er hält uns noch fest. Ja, danke. Das ist jetzt super. Ich so, ja, zieh halt mit der Winde. Was macht er? Motor 587 Schaden auf einen Schlag. Achievement unlocked, Student Driver. Da kann ich nur applaudieren. Repariere ihn mit Zusatzteilen oder rette dich in die Werkstatt. Ich glaube, wir machen hier mal kurz eine Pause. Du bist da vorne übrigens, du müsstest mich sehen können, direkt hinter dir. Ich sehe dich. So. Ich guck dich auch gerade an. Ich bin gerade eher so ein bisschen verzweifelt, dass ich den Typ C da nicht wegkriege, weil ich kann zwar die... theoretisch kann ich ja mit der Winde ziehen, weil der Motor von dem Fahrzeug, mit dem ich gerade abschleppe, der läuft ja. Aber irgendwie funktioniert das nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Aber wobei, jetzt geht's vielleicht. Bist du sicher, dass du nicht irgendein Splinter Cell Teil noch auf Vorrat hast oder so? Also ich habe auf jeden Fall noch einen Splinter Cell Teil, ja. Wie wär's, dass wir damit weiter? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir diese Karte hier noch... Das Problem war bei dem, oder entweder... Da liegen Baumstämme, wie kommt's denn? Entweder bei Splinter Cell oder bei... War es Splinter Cell oder war es Rainbow Six? Ich weiß es nicht mehr. Das war irgendein Teil, wo der Netzwerkcode genauso beschissen war wie hier. Wo ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte, als ich es dann mal mit dem Kollegen getestet habe.
Also erstmal beenden wir jetzt ganz offiziell diese Folge. Mit diesem Erfolgserlebnis ein weiteres Achievement kurz vor Schluss. Ja, ganz wichtig. Oh Gott. Ach, ist das eine schöne Karte, das glaubt man gar nicht. Ich habe bisher keinen Weg gefunden, der nicht sackt. Ja, also, aber durch den Wald jetzt mal kurz bergab war auch eine wirklich gute Idee, muss ich sagen. Das habe ich vorhin auch gemacht, das hat funktioniert. 587 Schaden auf einmal, das hat sich gelohnt. Das kriegt man nicht jeden Tag hin. Wir machen erstmal hier kurz einen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Jahrhundert. Ciao. Bis dann.